Hier ist das Stadtmagazin TV. Und jetzt mit diesen Themen. Dr. Olaf Tauras bleibt Neumünsters Oberbürgermeister. HU läuft, bringt Hennstedt-Ulzburg in Bewegung. Und Stefan Witt als Vorstandsvorsitzender bestätigt. Das Stadtmagazin TV wird Ihnen präsentiert von Beda Dunkelmann, Ihren Spezialisten fürs exklusive Bad. Olaf Tauras gewinnt die Oberbürgermeisterwahl und bleibt weiterhin im Amt. Mit 59,8% hat er sich gegen seine Mitbewerber durchgesetzt. Das war ja diesmal eine etwas andere Wahl als beim letzten Mal. Ich hatte drei Mitbewerberinnen und Mitbewerber. Und da war es schon nicht klar, ob es so deutlich werden würde. Umso mehr freut mich natürlich das Ergebnis, mit so einer deutlich guten Zahl, sogar etwas besser als beim letzten Mal, wieder bestätigt zu werden. Das stärkt einem schon den Rücken für die nächste Amtszeit. Also es bleiben eigentlich die großen Themen, die wir auch in den letzten Jahren bearbeitet haben, also Wirtschaft und Finanzen im Vordergrund. Wir müssen neue Arbeitsplätze in diese Stadt holen, sei es bei den Unternehmen, die hier schon sind und dann möglichst gut wachsen sollen, oder aber bei neuen Unternehmen, die wir hier ansiedeln wollen. In den letzten Jahren haben wir über 3000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Das können ruhig noch mehr werden, denn wir haben eine hohe Arbeitslosenquote von 10,6%. Die müssen wir deutlich senken. Also Wirtschaft ganz oben, Finanzen natürlich auch. Wir haben gute Erfolge bei der Haushaltskonsolidierung gehabt. Jetzt gilt es, Disziplin zu bewahren, dem Haushaltskonsolidierungskurs dann auch weiter zu bewahren, damit wir auch irgendwann dann mal Schulden abbauen können. Ja, und wir haben ein weiteres ganz großes Thema hier, das ist die Innenstadt. Im Herbst bekommen wir hier ein neues Einkaufszentrum in die Innenstadt und wir müssen versuchen, die positiven Effekte dieses Einkaufszentrums in die gesamte Innenstadt zu lenken. Da können wir als Stadt eine Menge tun, indem wir die Infrastruktur modernisieren, den Großflecken als unseren zentralen Platz neu gestalten, insbesondere das Pflaster, das nicht sehr barrierefreundlich ist, neu verlegen, aber auch andere Gestaltungselemente in den Platz hineinbringen. Und dieser Prozess der Planung, aber auch der Umsetzung wird sicherlich einige Jahre dauern. Das Norderstedter Traditionsunternehmen Suhr Innenausstatter bietet eine große Vielfalt an gestalterischen Möglichkeiten und das seit über 50 Jahren. Auf der rund 500 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche finden Kunden unter anderem mehr als 200 Parkettmuster und über 1000 Gardinenmusterschals. 4, 3, 2, 1 und auf geht's! Die Volkshochschule Hennstedt-Ulzburg und der SV Hennstedt-Ulzburg luden alle großen und kleinen begeisterten Läufer zum 8. Volkslauf ein. Unterstützt wurde die beliebte Sportveranstaltung von zahlreichen Sponsoren. Hauptsponsor war in diesem Jahr der Strom- und Gasanbieter E.ON. Neu in diesem Jahr war der Pharmazeutik-Schnupperlauf mit einer Länge von 1,8 Kilometern. Für alle, die noch nicht ganz so gut zu Fuß waren, sich an größere Strecken noch nicht ganz heranwagten oder einfach mal das Laufen ausprobieren wollten. Beim 8. Volkslauf gab es so viele Teilnehmer wie noch nie zuvor. Alleine beim 5-Kilometer-Raiffeisenbanklauf waren 744 Läufer an den Start gegangen. Einmal natürlich eine tolle Gruppendynamik, dass wir zusammen was machen und was viele Teilnehmer auch merken, dadurch, dass sie einen Pfund nach dem anderen verlieren, dass sie einfach große Freude wieder in der Bewegung finden und das ist einfach toll zu spüren. Ob wir als erstes, zweites oder zehntes ins Ziel kommen, völlig egal. Die Teilnehmer sind einfach begeistert und sind total gerne dabei. Sportbegeisterte sollten sich den 20. Mai 2016 vormerken, denn dann heißt es zum 9. Mal, HU läuft. Die diesjährige Mitgliederversammlung fand in den Räumlichkeiten der Johnson & Johnson Medical GmbH in Norderstedt statt. Auf der Tagesordnung stand unter anderem ein Kurzbericht über den bisherigen Stand der Vereinsausrichtung sowie die Zusammenfassung aktueller und neuer Projekte, Mitgestaltungsmöglichkeiten und Strukturen. Also bei Norderstedt Marketing kann man sich engagieren, ohne parteipolitisch gebunden zu sein oder in bestimmten Fakultäten anzuhängen. Man kann etwas für seine Stadt tun und was ich persönlich sehr gut finde, auch viele eigene Ideen aufbringen, auch durchaus verwirklichen. Auch Themen, die viele Menschen ansprechen, die ansonsten über andere Institutionen nicht so leicht zu verfolgen wären.
Norderstedt Marketing hat jetzt ja 5 verschiedene Handlungsfelder identifiziert in Arbeitsgruppen. An diesen Arbeitsgruppen habe ich natürlich auch selber teilgenommen, mich dort eingebracht mit Meinung und mit auch dem Blick aus einer bestimmten Perspektive. Aber ich glaube, es ist ja auch gar nicht wichtig, das Einbringen des Einzelnen, sondern hier ist es wirklich wichtig, dass viele zusammengekommen sind und durch das Zusammenwirken sind die Ideen entstanden. So war es in den Arbeitsgruppen wirklich so, dass eine Idee im wahrsten Sinne des Wortes auf den Tisch geworfen worden ist. Wir haben auf Tischpapier geschrieben und von anderen weiterentwickelt worden ist. Und so kann man auch ein bisschen dieses Arbeitsklima innerhalb Norderstedts beschreiben. Es ist ein sehr kreatives Klima, ein sehr motivierendes und spaßbringendes Klima. Bei der Einzelwahl des geschäftsführenden Vorstandes wurde Stefan Witt im Anschluss als Vorstandsvorsitzender einstimmig bestätigt. Ja, ich freue mich. Also ich bin seit 1999 im Verein, seit 2002 darf ich den Verein auch führen mit meinen beiden Vorstandskollegen. Und ich bin gerne wieder angetreten, weil ich denke, wir haben in der Stadt viele Impulse geben können, aber eben auch nicht ich alleine oder meine Vorstandskollegen, sondern wir im Verein. Und das zeichnet das Ganze ja aus. Und wissen Sie, wenn Sie so ein, darf das mal flapsig sagen, so einen lebendigen Haufen haben, der eine Stadt mitgestalten möchte, dann haben Sie auch Spaß daran, sowas mitzubegleiten und das auch in der Verantwortung. Und deswegen stelle ich mich da gerne und freue mich auch, dass ich es noch machen darf. Stadtmagazin TV Termine. Am 20. Mai startet um 18 Uhr das Rauchfrei-Programm in der AOK-Niederlassung Seminarweg 6 in Bad Segeberg. Und 2500 knallgelbe Gummienten werden am Dienstag, den 31. Mai beim Norderstedter Lions Entenrennen 2015 auf dem Norderstedter Stadtparksee für einen guten Zweck um die Wette schwimmen. Nun folgen die Holstenhallen-Events. Stöbern und shoppen heißt es auf dem Pfingstflohmarkt am 24. und 25. Mai auf dem Außengelände der Holstenhallen. Am 29. Mai findet das Jubiläumskonzert 65 Jahre Holsteinchor mit Freunden in der Stadthalle Neumünster statt. Und Neumünster wedelt heißt es wieder bei der internationalen Rassehund-Ausstellung vom 30. bis 31. Mai in den Holstenhallen. Und hier kommen die Schlagzeilen. Aufgrund des stetigen Zulaufes sucht der FC Quickborn Verstärkung im Trainerteam für die Jugend- und Herrenabteilung. Und die illegale Entsorgung von Gartenabfällen und anderem Müll im Gemeindegebiet Hennstedt-Ulzburg nimmt stark zu. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins. Das Stadtmagazin TV wurde Ihnen präsentiert von Beda Dunkelmann, Ihren Spezialisten fürs exklusive Bad.